Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei allezeit mit euch. Es ist wichtig, dass wir vor allem selbst und Fremdhilfe auf Gott vertrauen. Wenn wir Gott Priorität einräumen und an seine Fürsorge glauben, können wir bei allem, was uns bedroht, gelassen erleben. Das wollen uns Lesung und Evangelium des heutigen Tages nahe bringen. Schon Jesaja hat dem Gottesvolk Juda klar gemacht, dass er schlecht beraten ist, wenn es Gott außen vorlässt. Auch Jesus weist auf schlimme Folgen hin, wenn die Menschen sich nicht Trost zeichnen und Wunder zu Gott bekehren. Lasst uns diese biblische Botschaft bedenken und den Herrn um sein Erbarmen bitten. Wir opfern diese Messe zusammen mit den Verwandten für unseren Bruder Kruno Susinjara. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu heilen, was verwundet ist. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinen Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, deine Versuchung bestimmt den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Lenke die Welt in den Bahnen deiner Ordnung, damit die Kirche in Frieden deinen Auftrag erfüllen kann. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. In der Zeit, als Ahas, der Sohn Jotams, des Sohnes Usias, König von Juda war, zogen Rezin, der König von Aram, und Bekach, der Sohn Ramalias, der König von Israel, gegen Jerusalem in den Krieg, aber sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Als man das dem Haus David meldete, Aram hat sich mit Ephraim verbündet, da zitterte das Herz des Königs und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes im Wind zittern. Der Herr aber sagte zu Jesaja: Geh zur Walkersfeldstraße hinaus, zusammen mit deinem Sohn Shear Jashub, ein Rest kehrt um, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, um Ahas zu treffen.
Sag zu ihm, bewahre die Ruhe, fürchte dich nicht. Dein Herz soll nicht verzagen wegen dieser beiden Holzscheite, dieser rauchenden Stummel, wegen des glühenden Zorns Rezins von Aram und des Sohnes Remalias. Zwar planen Aram, Ephraim und der Sohn Remalias Böses gegen dich und sagen, wir wollen gegen Juda ziehen, es an uns reißen und für uns erobern. Dann wollen wir den Sohn Tabeals dort zum König machen. Doch so spricht Gott der Herr. Das kommt nicht zustande, das wird nicht geschehen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin. Noch 65 Jahre, dann wird Ephraim zerschlagen, es wird aufhören, ein Volk zu sein. Das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn Remalias. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia, 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 alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit begann Jesus, den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bekehrt hatten. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida, wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Ja, das sage ich euch. Tyrus und Sidon will das am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kapharnaum, meinst du etwa, du willst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt willst du hinabgeworfen. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Ja, das sage ich euch, dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In die heutigen Evangelium
lädt Jesus jeder von uns ein Metanoia zu erfahren. Wir müssen sein Treue nachfolgend sein, um das Reich Gottes zu erreichen. Und dies heißt, Gott lieben und mit unseren Mitmenschen gut umzugehen, weil wir allen in Gottes Vorbild erschaffen sind. Bitten wir, liebe Brüder und Schwestern, um die Fürsprache des heiligen Camillus. Er hat in 1582 eine Gemeinschaft von Krankenpflegern gegründet, aus der sich der Orden der Camillianer entwickelte. Er reformierte den Krankenhausbetrieb und die Krankensorge, und er widmete sich auch der Sorge für die Armen und Strafgefangenen. In 1614 starb er in Rom mit Christus beschäftigt. Bitten wir um seine Fürsprache, besonders für die Familie, für unseren Bruder Bruno. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Christus ruft zur Umkehr, zeigt Weg zum Leben. Zu ihm beten wir aus Not und Bedrängnis. Für die Menschen, die sich bedroht fühlen und große Angst haben. Vater im Himmel, schenke ihnen ein starkes Gottvertrauen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die leben, als ob es dich nicht gäbe, rüttle sie wach und hilf ihnen, dich zu erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die durch Krieg oder Epidemien um ihr Leben fürchten, befreie sie von der Angst und schenke ihnen Zuversicht durch den Glauben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Alten und Kranken, die an deiner Liebe zweifeln, lass sie Trost finden durch Menschen, die ihnen von deiner Güte erzählen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Gläubigen, die in einer gottlosen Umgebung leben, stärke ihren Glauben durch die Begegnung mit Gleichgesinnten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verstorbenen, die dir vertraut und dich gesucht haben, öffne ihnen das Tor zum Himmel. Besonders beten wir mit Verwandten von Kruno und für Kruno Susnera. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist ein Gott des Erbarmens und hältst gnädiges Gericht. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Thank you.
gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, sieh gütig auf dein Volk, das sich zu deinem Lob versammelt hat. Nimm an, was wir da bringen, und mehre durch diese Feier unsere Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unser Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erführen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holzes des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Ehrlichkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herauf und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach,
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Ewigkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christ Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten heute mit die Verwandte für unseren Bruder Kruno Susinjara. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln, den seligen Josef, ihren Brautgam und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden,
sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Lasset uns beten. Gott und Vater, du reichst uns das Brot des Lebens und den Kelch der Freude. Gestalte uns nach dem Bild deines Sohnes, der im Sakrament unsere Speise geworden ist. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in Frieden und schönen Tag.